Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute zur Folge Nummer 5. Fake Love, Make Love. Falsch. Bist du dumm? Make Love, Fake Love heißt diese Show. Ey, ich bin so froh, dass wir heute diese Folge machen, weil die wird einfach geil. Und ich glaube, das, was ihr euch die ganze Zeit gewünscht habt, geht hier auch mal endlich in Erfüllung, dass ein bisschen Spannung reinkommt. Dass wir vielleicht mal bei der einen oder anderen Person erfahren, wer ist denn da vergeben mit wem? Vor allen Dingen ist diese Person vergeben. Und noch so viel mehr passiert heute. Also es wird geil. Schnallt euch an und auf jeden Fall nicht mehr ab. Also wo geht die Rechnung da auf? Guten Morgen. Wenn die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist natürlich ein absolutes Muss. Und ganz wichtig ist, die Hundeaktion läuft noch. Also wenn ihr da noch spenden wollt, ohne Geld zu spenden, könnt ihr das immer noch gerne machen mit dem Make Love, Fake Love Video, Folge Nummer 4, meine Reaction. Einfach danke, 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 so. Ein Süßen. Ich würde sagen, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Und bevor wir jetzt reinstarten, eine Ankündigung habe ich noch. Diese Woche wird noch ein neues Format auf euch zukommen. Es ist Temptation Island. Beste Tag heute, beste Tag. Süßen, jetzt geht's los. Maschine bereit machen. Ja, was ist denn eigentlich da passiert, ne? Was ist das hier für eine Maschine? Ja, diese Maschine wird jetzt auch noch neu einziehen. Damit haben wir auch letzte Folge, ja, den ganzen Bums beendet. Aber es gab auch noch was anderes und zwar, was wichtig war in der letzten Folge, Xander hat den Love Key von Antonia bekommen und wird natürlich auch heute Nacht dann die Love Suite einweihen. So heißt das da gar nicht. So heißt es da gar nicht, aber ich nenne es, wie ich will. Wolke 7 stürmen und erobern. Oh yeah! Abo! Ein Junge so, Abo! Ein Junge vor allen Dingen, ne? Da würde ich nochmal nachhaken, wer das war. Vielleicht ist das der Freund von Dominik. Er ist so scheiße heiß! Hallo, guten Tag, hallo. Guten Abend. Hallo! Ich finde es so geil, wie lustig dir sagt, hallo! Hallo, Honey! Alter. Puh. Boah, was ein Gestell, was ein Mann. Unglaublich. Mmh. Meine Güte, schmeckt das gut. Hi. Hallo, Antonia. Hi. Wie geht's? Gut. Ich dachte, es ist gut. Hi. Wie ist dein Name? Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Da wird auch schon mal der Arm gestreichelt. Alles pipapo. Was ist denn hier los? Wo kommst du her? Köln. Geil. Was ist Hannover? Hannover, okay, schön. Wie alt bist du? Was schätzt du? 35, der Stimme nach zu urteilen. Boah, ich würde dich gar nicht mal so alt schätzen. Ich werde immer jünger geschätzt. Aber auch wenn du das Maul aufgemacht hast? Okay, dann sag ich jetzt mal 27. Ja. Fast 90. Ich werde 30 Ende des Monats. Bist 30? Nein, ich werde 30. Ich werde 30. Beruhig dich, Antonia. Ich Ende des Monats. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 23. Nochmal? 23. Okay. Okay. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Also ich weiß nicht, was los ist mit dem, aber für mich strahlt halt irgendwas Altes aus wegen der Stimme. Die klingt so richtig, als hätte der schon nicht 5 Jahre, 10 Jahre, sondern schon 20 Jahre geraucht. Aber vielleicht ist seine Stimme auch einfach so. Wer weiß das schon? Ich bin gerade etwas überrascht, dass du hier bist, aber ich freue mich. Ich freue mich auch natürlich. Sehr sogar. Sie ist natürlich eine Granate, muss ich sagen. Also eine absolute 10 von 10. Auch das Outfit, was sie heute anhat, sehr scharf auf jeden Fall. Also die ist sicher eine Traumfrau. Da kannst du auf jeden Fall mithalten mit deinen kleinen schwarzen Flügelchen hinten drauf. Nee, aber ist doch gut. Also es ist ja auch immer wichtig, dass die Jungs Antonia auch attraktiv finden. Obwohl ich mich echt immer frage, kann man es wirklich ernst nehmen, wenn die dann sitzen und sagen, die ist attraktiv? Das müssen die ja sagen. Weil sonst stell mal vor, du bist da eine Zuschauerin, ja? Also wir jetzt in dem Fall. Und der sitzt da und wir sehen sein Interview und der sagt, boah, das ist gar nicht mein Fall. Das ist gar nicht mein Fall. Aber Schalter on und los geht die wilde Schauspielerei. Und dann sehen wir, wie er sie die ganze Zeit verarscht. Ich glaube, das. Da. Kannst du dein Image mit Dreck begraben? Keine Gnade, keine Gnade. Ja, wer fängt an? Ich habe, glaube ich, das Richtige gezogen. Und der Gute hat auch noch ein Spiel mitgebracht. Also, ihr habt ja die Schnäpse gesehen und ziehen die einen Shot und dann steht da irgendwas drunter, was die machen müssen. Also es ist wie Wahl, Wahrheit oder Pflicht, nur halt ohne Wahl und Wahrheit. Gib Antonia einen Kuss auf den Hals. Oh yeah. Hallo nochmal. Hallo. Freut mich. Mich auch, danke. Cringe. Zeig Antonia deine Lieblingssexstellung auf dem Daybag. Das finde ich irgendwie, das gefällt mir nicht. Warum muss Antonia für diese ganze Scheiße da hinhalten? Jetzt wird die da sexualisiert und von dem wahrscheinlich Doggy genommen. Ich meine, es ist Gigi.
Der kennt nur den Doggy-Style. Ist das nicht demütigend? Oh, geil. Dankeschön. Was ist das? Leck Antonia über den Unterschenkel. Wie der Leck ausgesprochen hat. Ich glaube, der ist so richtig auf dem Sexfilm auch, ne? Weil er hat Antonia ja gesagt, er ist ein offener Typ. Das merkt man hier nur nicht. Aber offen bedeutet für ihn halt, er geht auf Swingerpartys. Ja, da kommt doch das Leck Antonia über den Unterschenkel wie gerufen. Finde ich auch irgendwie wieder ein bisschen pervers. Bro, krank. Krank. Ich schwör's, ich bin ehrlich, weil ich mir denk so, das ist schon real. Oh mein Gott. Was? Oh. Hallo, das ist der Oberschenkel. Okay. Ich fand das, sorry. Das geht gar nicht. Keine Ahnung, was dein scheiß Problem ist, aber das ist ein bisschen zu viel. Bestimme einen anderen Mann, der Antonia einen Kuss geben darf. Was schickst du mir, ja? Bei dem ist echt vorne Skyline zum Bordstein. Also ich muss natürlich einen vergebenen Mann ranschicken. Ich würde gern den Dustin ranschicken. Ja gut, dann zeig mal, was du kannst, Dustin. Ich glaube, viele denken in der Villa, dass er der Schwule ist. Wer weiß. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, das war ein Bussi eigentlich. Das war ein Bussi eigentlich. Für mich ist ein Bussi und nicht... Aber gut. Den würde ich noch mal fragen. Wer hat das jetzt hier gesagt? Du kannst ja nur vergeben sein. Der Kuss mit dem Dustin, der war auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltender. Du warst voll jetzt nicht schlecht. Ich glaube, er hat es auch getan, um es einfach ein bisschen ruhiger zu starten. Aha. Macht für mich keinen Sinn. Vollgas, Junge. Oh mein Gott. Was? Zeig Antonia, wie du sie intensiv küssen würdest. Würdest? Aber wie zeigt man das? Also erstens, deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Zweitens, was soll denn die Scheiße? Also wie zeigt man das denn jetzt? Wie zeigt man denn jetzt, wie würde ich dich denn küssen? Das weiß ich ja auch nicht. Antonia, ich bitte dich. Ich bitte dich. Wie soll ich dir das zeigen? Ja. Ich würde es dir zeigen. Sollen wir mal kurz zeigen? Mir kommt die halt vor, als hätte die gar keinen Bock darauf. Und mir kommt das auch vor, als hätte die diesen Satz vorher gesagt, um ein bisschen Zeit zu schinden, um sich irgendwie aus der ganzen Nummer rauszuwinden. Aber eigentlich könntest du auch sagen, du, ich kann mir ja auch angucken, wie du küsst. Wenn du einfach mal hier mit dem Ditty, mit dem Dennis, zeig da mal, was ihr könnt. So könnte man aussehen, wie er küsst. Aber das ist eigentlich voll die gute Idee. Ich glaube, das war ganz gut, war ganz schön. Ich glaube, die anderen haben es nicht so gut gefallen, aber das ist nicht mein Problem. Scheiß drauf, Antonia ist nur einmal im Jahr. Jetzt bin ich in der Situation, wo ich hasse. Stopp. Jetzt bin ich in der Situation, wo ich hasse. Und jetzt braucht ihr mir nicht kommen, ja, in Süddeutschland sagt man das so. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dann schickt mir mal bitte Beweise. Das ist irre. Ich kann es nicht glauben, ich schwör's dir. So, ich wusste, worauf ich mich drauf einlasse, aber wenn ich der Erste bin, weiß ich, okay, gut. Ich kann mir wieder andere Gedanken machen, keine Ahnung was. Jetzt habe ich wieder so diesen bisschen, wie soll ich sagen, Upturn. Ja, verstehe ich vollkommen. So. Er hat einen Upturn, weil Antonia jetzt da mit einem Typen rumgeleckt hat. Also im Endeffekt, ja, es hat halt nichts mit dem realen Leben zu tun. Du lernst eine Person kennen, jetzt siehst du die auch, wie die da mit anderen Leuten rumleckt. Also irgendwie kann ich das schon nachvollziehen. Und ich verstehe auch irgendwo, dass das ein Upturn ist, weil den Kopf da auszumachen und sich zu sagen, ja, das ist halt hier das Spiel, das muss sie machen, ist ein bisschen schwierig. Boah, das wäre schon Hexerei. Aber, dass ihm so wichtig ist, dass er der Erste ist. Hier. Zu 100%. Außerdem kann er eigentlich der Erste sein. Da ist doch schon längst hier Nico reingegrätscht. Kann man machen. Sie hat gar keine Schuld, dafür kann sie nichts. Nein, das ist halt wirklich Pech. Hey, er trägt zwar die Flügel falsch, aber Okan, ganz ehrlich, dafür kann sie nichts. Und ich finde es richtig geil, dass er das auch hier nochmal klarstellt. Was ich am uncoolsten fand, war, dass halt James die Toni geküsst hat. Du hättest ja einspringen können und sagen können, küss mich. Dann wird sie es auch sehen können, hasse aber nicht. Ja, Pech. Dann ist Pech. Deswegen ist es schwierig, mich auf sowas drauf einzulassen. Weil wenn du dann deine Emotionen zeigst, bist du der Gefickte. Ja, das stimmt. Und jetzt? Das, was ich gemacht habe, habe ich gut gemacht. Das, was ich gemacht habe, habe ich gut gemacht und nehmt den Schlüssel. Also wie kann man denn so reden? So ein richtiger 31er.
Ja. Auch mit dem Schlüssel, ja, wie gesagt. Aber deswegen war ich nicht der Erste, der sie geküsst hat. Und das ist das, was mich abfuckt. Ich wusste, okay, wenn ich es mache, will ich auch der Erste sein, der sie küsst. Weil dann komme ich damit klar. Dann weiß ich, worauf ich mich drauf eingelassen habe. Warum? Ich versteh's nicht. Macht gar keinen Sinn. Was meinst du damit? Erklär's. Es macht für mich keinen Sinn. Ja, ich dachte halt, ich bin der Erste, der heute so richtige Zweisamkeit mit dir genießen kann. Aber ja. Blöderweise bin ich hier bei Make Love Fake Love. Habe ich kurz vergessen. Ist halt dann nicht mehr so ganz was Besonderes. Wenn ich dann da sehe, wie sie mit dem James rumgemacht hat, dann denke ich mir so. Wenn er Single war, hat er es genau richtig gemacht. Aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er Single war. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich mache mir Gedanken, was gerade eben passiert ist. Ich weiß, dass es ein Scheißspiel ist, aber mein Ding war halt einfach, ich dachte, ich habe mich schon darauf eingestellt, ich bin der Erste. What the fuck, du machst gar nichts, Junge. Aber ich bin es jetzt langsam mittlerweile schon gewohnt. Ich habe Quadfahren verloren. Ich habe gestern das Spiel als Zweiter abgeschlossen. Dann bin ich jetzt halt auch Zweiter. So ist Leben. Ja, fuck mich trotzdem ab. Ja gut, aber nimm es doch einfach an. Finde ich gut von ihm, dass er sagt, er akzeptiert ist, aber dass ihn das so abfuckt, ich würde da echt mal ein bisschen überlegen, ob du vielleicht ein klitzekleines Ego-Problem irgendwo hast. Ich bin gerade selber immer noch ein bisschen abgefuckt. Du bist richtig abgefuckt, ne? Hey, jetzt geht ihr zum nächsten zu Nico, oder was? Willst du crunchen, Digga? Ja, lass mal ein bisschen reden. Vor allem muss ich jetzt mal langsam wieder den Schalter umlegen. Ja, Mann. Ich darf diese nicht zu sehr hassen. Weil sonst werde ich das Spiel hier nicht gewinnen. Ja, ich wusste ja, worauf ich mich drauf einlasse. Es ist halt, ja, schon ein komisches Gefühl. Ist schon nicht ohne hier. Also, guck mal, ich verstehe ihn ja. Aber auf der anderen Seite sitzt ja eine Antonia auch da und weiß, dass hier ein paar Jungs vergeben sind. Die haben auch eine andere Flamme, die sie ständig küssen. Und sie ist da eigentlich nur das Sidechick, das benutzt wird, um 50.000 Euro abzusahen. Und ganz ehrlich, vielleicht ist Xander, ich finde diesen Namen so schwer, auch genau so eine Art von Typ. Ey, wenn der vergeben ist, ne, und hier sitzt und diese große Welle schiebt, dann raste ich aus. Rest in peace. Ich habe ja auch gestern mit ihr und alles drum und dran geredet, heute auch nochmal. Und das war halt auch schon ein bisschen süß. Und ich merke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke das halt, wie sie mich anschaut. Dann wirft man sich halt so Blicke hin und her. Ja. Also, die werfen sich süße Blicke hin und her und haben gestern ein bisschen süß geredet und deswegen ist er auch davon fest überzeugt gewesen, dass er derjenige ist, der den ersten Kuss kriegt. Okay, also viel muss er halt nicht machen, ne? Aber war ja schon von Anfang an so. Das ist ja schade. Ja. Es ist wirklich schade. Es ist schade, ja. Ich denke, es gibt so zwei, drei Typen hier, wo sie diese Blicke raushauen. Die sie halt catchen, ja klar. Wir beide. Ja, wir sind Top-Favoriten, sag ich jetzt mal. Ja, glaube ich auch. Ja. Und dann vielleicht noch so James vielleicht. Aber wenn auch, jetzt denke ich mir das Nächste. Wenn Xander weiß, Nico ist auch mit ein Top-Favorit, warum geht er jetzt zu ihm und redet darüber, wie abgefuckt er darüber ist, dass Antonia jetzt schon mit wem rumgeleckt hat? Hä? Sonst hätte sie auch nicht mitgemacht. Sonst hätte sie auch nicht mitgemacht, ja. Also James ist Top-Favorit, weil Antonia mitgemacht hat. Die hat bei allen mitgemacht. Die konnte nicht einmal Nein sagen. Wahrscheinlich, weil sie Angst hatte, sie ist dann der Party-Pooper. Könnte ich heulen. Also könnte ich heulen, erstens das und zweitens, dass die daraus jetzt schließen, James ist auch ein Top-Favorit. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht unbedingt, auch von den Leuten, die heute reingekommen sind, sehe ich nicht als Konkurrenten, ehrlich gesagt. Auch nicht, dich auch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Dreikampf momentan. Wenn sich jemanden gut findet und denjenigen küsst, dann hat er keinen Anspruch darauf, enttäuscht zu sein. Ich meine, damit muss er ja rechnen. Wow. Ey, eine von euch oder einer von euch, ich weiß es nicht mehr genau, hat geschrieben, wenn Nico so weitermacht, verlieb ich mich noch in den. Und da sag ich ja. Da sag ich ja. Ich wusste, worauf ich mich drauf einlasse. Aber ich dachte mir, okay, gut, du bist jetzt der Erste, du bist was Besonderes, okay? Inwiefern der Erste? Inwiefern besonders? Ja, der, ich weiß nicht, ob du hattest du schon mit dir einen Kuss? Sei ehrlich. Wir hatten schon fast Petting, aber okay. Ja. Boah, irgendwie finde ich es geil. Ich glaube, das klatscht dem so richtig gerade in die Fresse. Boah, wir sind heute richtig böse unterwegs, ne? Aber irgendwie finde ich es nice. Ich hätte es jetzt nicht vom alleine erzählt, aber wenn du mich fragst, ja. Ja, du bist ehrlich, gut so. Eigentlich war das ja gelogen. Sie hat mich ja geküsst. Aber hat er gesagt, sie hat ihn geküsst? Nee. Der hat gesagt, ja. Wir haben uns geküsst. Egal. Fände ich eigentlich auch noch geiler, hätte er Xander gesagt, sie hat mich geküsst. Das ist eine verpasste Chance, Nico. Ich weiß, ich habe dich heute geküsst. Ja. Heute, gestern, auch nicht einmal, sondern mehrmals. Also wenn wir dann loslegen, dann können wir auch die Finger nicht voneinander lassen. Ich schmeckte einfach. Ich sage euch jetzt einfach mal in die Runde, ciao. Jetzt zu der Toni. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch.
Und wir sehen uns morgen. Viel Spaß. Bis morgen. Bis später. Der ist, glaube ich, jetzt so richtig sauer, ne? Der wird dir jetzt sowas von wegflanken, einfach nur aus Wut. Spaß, eine Frau wird nicht weggeflankt. Xander wird die Chance ergreifen und wird mindestens Antonia küssen. Wer weiß, vielleicht passiert auch mehr. Kommt auf Antonia an und kommt auf seine Eier an, würde ich mal sagen. Also wie sehr er sich traut. Ach Mann, da hätte Dennis vorher noch mal einen kleinen Eiercheck machen müssen, weil ich glaube, das kannst du auch aus den Eiern lesen. Wie viel Mut und Mumm hat der Mensch, dem diese Eier gehören? Ja, ich kontrolliere den jetzt schon. Hallo. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Nacht mit Xander so mit sich bringt, wie weit wir gehen. Ich glaube, er weiß, dass ich Interesse an ihm habe und das möchte ich mir auf jeden Fall später auch noch mal zeigen. Tony, er ist dran, dir mal mehr zu zeigen, aber gut. Wundert dich nicht, warum ich trockene Lippen habe. Das liegt hier an der Luft. Oder am Wind. Soll ich dir was geben? Ja, wenn du magst. Ja, meinen schwarzen Kosmetikbeutel. Da ist so ein lilaner Tiegel oben drin. Das ist die beste Lippenpflege überhaupt. Ja, und den zeigen sie nicht. Das ist Gatekeeping, Antonia. Das ist brutal provokant. Jetzt kommt wahrscheinlich noch der Hammer. Ach, scheiße, die sind wieder, glaube ich, in der Live-Schalter. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen was. Ich will alles über dich erfahren. Alles? Jetzt? Ja, das, was du mir erzählen willst. Einfach rundum süß. Ich war zum Beispiel noch gar nicht so oft in München, ehrlich gesagt. Dann wird's mal Zeit. Wie findet es deine Freundin? Ich habe immer noch keine Freundin. Ich weiß nicht, wie oft die dir das noch sagen muss. Ja, so lange, bis sie dir es irgendwie anscheinend glauben kann. Also bislang scheint sie es nicht zu glauben. Boah, also bei dir wäre ich wirklich, bei dir wäre ich schwer enttäuscht, ne? Da würde ich mir denken, wow, krass. Brauchst du nicht enttäuscht sein. Wie ist die Lippenpflege? Gut. Geil, ne? Mhm. Okay, erzähl weiter. Gut, dann hat er jetzt auch den dritten Platz belegt mit seinem Kuss. Frag ich mich. Du lügst atemberaubend gut. Küsst du ganz so? Mhm. Ich kann alles bis zum Witz. Ich hab Gänsehaut, Leute. Ich hab Gänsehaut, weil wenn der vergeben ist und was hier gerade passiert, das ist ekelhaft. Die sind richtig nah unter der Decke, fassen sich an, da wird geknutscht. Da wird ein kleiner Sextalk gehalten, so, ich kann alles, was du willst. Boah, nee. Also, wenn der nicht Single ist, ne? Ciao. Versprochen. Ich sag mal so, in so einer Situation war ich selten. Und da muss man sich schon beherrschen. Ich freue mich. Warum? Er ist deiner. RIP! Oh Gott. Das ist mein Partner. Ja, konnte es leider nicht mehr für mich behalten. Scheiße, Bruder. Komm her, stell dich kurz, komm her. Boah, mein ganzer Körper ist voller Gänsehaut. Meint ihr, der wurde auch gezeigt, dass er da saß und gesagt hat, es ist schon schwer, sich da zurückzuhalten. Boah, das ist doch so eine Klatsche und wie unnötig. Der sitzt im Interview und sagt es noch. Puh. Weißt du was, das ist einfach eine verfickte Respektsache. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Ich kann es nicht einschätzen, ob das jetzt gespielt ist oder nicht. Ich bin super, ne? Schockiert. Ja, ich tut gerade weh. Aber das meine ich halt, wäre es gespielt, da würdest du doch nicht im Interview sitzen und dann noch so einen rotzfrechen Satz rausprügeln. Nee. Mir tut's auch voll weh. Mir tut's gerade so weh, ich kann gerade echt nichts sagen. Ich will. Das ist echt schon, ne, das will dich nicht verletzt haben, aber das war schon sehr innig. Halt. Finde ich auch. Also sehr lange und sehr ausgekostet. Und Augen, also ich meine, gut, ich habe halt gesagt, küssen ist erlaubt, ne, aber. Aber es ist ja dann auch noch Interpretationssache, wie man das auslegt oder was. Also sorry, wenn man in einer Beziehung ist und sagt, küssen ist erlaubt bei diesem Spiel, da meinst du doch nicht küssen und man rollt sich da von A nach B im Bett hinunter herum und unter der Decke auch noch und kurz vorm Schlafen und liegt da Arm in Arm die ganze Nacht. Hä? Verarscht doch wen anders so. Aber da denke ich mir doch auch. Also ich, klar, was soll er machen? Was soll er machen? Er ist jetzt da und schläft bei ihr. Naja, er hat sie wirklich bei der ersten Gelegenheit geküsst. Sie hätten auch die ganze Nacht nur reden können. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre er dann rausgeflogen, weil er Antonia nicht geküsst hat? Weiß ich nicht. Weil er sowieso die Schiene fährt, hard to get. So, wisst ihr? Deswegen
Ich glaube, da hätte Antonia dann auch gesagt, nee, passt schon. Wir brauchen da vielleicht einen anderen. Ach, ich weiß es nicht. Also entweder ist er ein absolut krasser Schauspieler und hält sich an unsere Regeln, oder er ist einfach ein Arschloch. Oder er ist einfach ohne Skrupel und komplett gewissenslos. Was soll ich sagen? Ne? Also er macht es auf jeden Fall gut. Ja, krass, voll, einfach voll. Hoffentlich, also, macht er es aber halt auch wirklich nur. Hoffentlich als ist es für Spiel, ja. Und nicht, dass er. Ja. Aus Überzeugung. Ja. Das ist jetzt Show, versuch's jetzt so zu sehen. Ja. Alter, stell mal vor, da bist du die Vergebene und sitzt da in der Villa und siehst diese Bilder und weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du musst dich wirklich fragen, ist es hier gerade wegen Show oder ist das real? Und es ist Folge 5. Also, Abbruch. Ganz ehrlich, Abbruch. Ich bin weg. Du bist deine Eins. Ach man, die kann es selber nicht mehr glauben. Ja, verstehe ich. Verstehe ich nach den Bildern. Natürlich macht mich das geil, wenn wir miteinander rummachen. Mir fehlen gerade einfach die Worte, so wie ekelhaft ein Mann sein kann. Bah. Bah. Ich glaube, wir hatten beide ein gewisses Kopfkino. Ja, war schon gut. Die sitzt da, haha, ich weiß ja von nichts. Aber irgendwie denkt sie ja, er ist fest vergeben, ne? That's a lesson I've learned if you play with fire, you get burned. Ist so. Warum? Ja, warum wohl? Ist da was? Ja. Yeah. Was für eine unnötige Gesprächssituation. Er weiß doch, er wird da gefilmt. Also sorry, muss man dann nochmal sagen, ich bin gerade so geil. Das Zelt, das steht bis Honolulu. Ey. Also will keiner einen Freund haben, der so ist, oder eine Freundin haben, die so ist. Ja, ehrlich sein. Sagt deine Freundin dazu, dass ich dich zum Platzen bringe? Ich habe immer noch keine Freundin. Wir wissen jetzt alle, du hast eine, und dass du dann noch so dreckig zu lachen kannst, finde ich krass. Warum gibst du alles dafür, so scheiße zu sein? Ja. Es ist so. Schön. Ich glaube, der macht heute schön ruhig da, schön hörsch bei der und dann morgen. Nee, ich glaube, das nicht, sag ich dir ehrlich. Ja, keine Ahnung, ich habe halt nur erste Bilder. Ich glaube, der wird radikal durchziehen, glaube ich. Ich glaube auch, der wird radikal durchziehen. Wenn Antonia sagen würde, komm, da liegen ein paar Kondome in der Schublade, dann nimm mal eins raus. Der wird da sagen, danke. Danke dafür. Ich konnte auch irgendwie nochmal dadurch, dass wir uns so nahe gekommen sind, viel mehr Vertrauen zu ihm aufbauen. Und hab das sehr genossen mit ihm. Wem gehört dieses Tattoo? Trust no one. Naja, warte, Antonia wird's nicht gehören, ne? Ihm gehört's, ja. Ich glaube, der muss es neu tätowieren lassen. Da müsste stehen, don't trust me. Never. And ever. And ever and never. Hey! Schön, die ganze Nacht haben sie noch gekuschelt, jetzt der nächste Morgen. Also hier macht man auf jeden Fall besser auf als drüben. Warum? Ja, warum läuft die Aussicht ist besser? Ach so. Guck mal, die sind gerade aufgewacht. Und dann sagt sie, warum? Blablabla. Ach so. Lacht ihm ins Gesicht direkt unter seiner Nase. Das ist das, was ich da sehe und fühle, wenn ich so eine Situation sehe. Boah, Gänsehaut, Junge. Es hat sich genau richtig angefühlt. Es war wirklich wunderschön. Das ist du auch. Auch so unnötig schon wieder. Guck mal, das sieht die Freundin ja auch. Das denkt sie sich, ja, hat er ganze Nacht den Arsch begrapscht. Schön. Die weiß ja nicht, was unter der Bettdecke war. Vielleicht wurde da ja mal ein bisschen Petting betrieben. Wir wissen es ja alle nicht. Guten Morgen, Jungs. Morgen. Gar keinen Bock auf den. Moin. Moin. Ja, hi. Grüß dich. Ausgeschlafen? Nee. Okay. War die Gespräche so gut? Bitte sag mir es. Bitte, du musst mir das sagen. Okay. Viel geschlafen haben wir nicht, den Rest könnt ihr euch denken. Ihr, euch denken, meine Hoheit. Wer ist das? Keine Ahnung, eine Königin? Den Rest könnt ihr euch denken. Ja, wir frühstücken gleich. Ja, bis gleich, zieh mich nur schnell um. Bisher, glaube ich, komme ich ganz gut bei ihr an. Sonst hätte sie mir nicht den Schlüssel gegeben. Und glaube, die meiste Zeit mit ihr konnte ich bisher verbringen. Und auch die intensivste Zeit. Also ich fand das mit Nico auch schon sehr intensiv, aber okay. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich bin dreimal aufgewacht und habe mir Gedanken über alles Mögliche gemacht. Hat sie ihn geküsst? Ich habe das nicht so wahrgenommen. Auf jeden Fall. Ich finde, sie hat ihm die Andeutung gegeben und er ist dann so rangegangen, so ja. Zu ihr ist. Also Sache ist schon sehr vertraut aus. Leider. Ja, für mich auch. Ich hatte eher das Gefühl, also nicht, dass Antonia das gesagt hat mit den Lippen, damit er sie küsst, sondern dass er gemerkt hat, oh, das ist eine gute Vorlage gerade.
Jetzt küsse ich sie mal. Ich spiele gewisse Spiele hier mit Absicht. So hatte ich das irgendwie eher verstanden. Aber die Toni wird vielleicht auch ihre Tipps und Tricks haben, wie sie da an die Knutscher kommt. So Jungs, habt ihr noch Fragen? Gar keine mehr. Ich bin irgendwie so leer jetzt. Ich kann mich so in deine Lage so hineinversetzen und es tut sogar mir weh. Ja. Obwohl es nicht mein Partner ist. Obwohl es ja eigentlich nicht über die Grenzen gegangen ist. Ja, aber eben, es ist halt eure sehen. Abmachung. Genau. Halt eben, aber du. Und ich dachte halt echt, dass ich damit klarkommen kann. Es macht einfach was mit einem, wenn man das sieht. Und das habe ich vorher nicht so eingeschätzt. Ich dachte, ich bin so eine taffe, starke Frau, die steckt es mit links weg. Ne? Aber jetzt merke ich, bin ich doch nicht, wühlt mich schon auf. Ja? Ich finde das so traurig, dass sie da jetzt sitzt und sagt, ich bin keine starke Frau mehr, habe ich mich falsch eingeschätzt, an sich selbst zweifelt wegen diesen Typen. Also das ist wirklich herzzerreißend tatsächlich, weil ich der Meinung bin, die zwei haben eine Absprache, ja, küssen ist erlaubt. Aber das war ja eindeutig viel mehr als nur küssen. Und dementsprechend bin ich der Meinung, er hat auf jeden Fall die Grenzen überschritten. Also ich weiß ja nicht, ob sie das erlaubt hat, dass er Antonia da unter der Bettdecke befummelt und streichelt und immer wieder küsst und die ganze Nacht mit ihr Arm in Arm schläft. Darauf habe ich richtig Bock. Also es gibt ja immer so Grenzen und dann gibt es nochmal Grenzen. Man kann ja nicht alles besprechen, jeden kleinen Furz, aber irgendwo muss ja ein bisschen Vertrauen sein in einer Partnerschaft, dass man weiß, diese Person ist in der Lage, selbst einzuschätzen, geht das hier gerade zu weit oder nicht. Und wenn Alexander da im Interview sitzt und sagt, natürlich war ich geil, oder ihr, Antonia, das auch ins Gesicht sagt und ganz Deutschland wissen lässt, dass er am liebsten mal reingehalten hätte, da würde ich nicht an mir zweifeln. Da würde ich ganz klar an diesem Typen zweifeln und mir denken, hat der noch alle Latten am Zaun? Ich mache nichts falsch, nix! Jetzt hätte ich lieber, dass er nichts gemacht hat. Ich habe es unterschätzt, ich dachte, ich wäre stärker, aber muss mir da jetzt du bist einfach eingestehen. Das hat nichts mit Stärke ja. zu tun. Das hat nichts mit Stärke zu Geht tun. Geht da um deine Emotionen, um genau. deine Ordnung so. Stark ist, eine Entscheidung zu treffen, mit der du dich am wohlsten ja. fühlst, egal ja. was andere sagen, das ist stark. Sehr gut gemacht, Baby. Ob hier zu bleiben oder zu gehen, ja, ist nur deine Sache. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, die ganze Zeit, ich habe es mir versucht, irgendwie schön zu reden, aber ich will es gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr. Sie will die Beziehung nicht mehr? Sie will Make Love, Fake Love nicht mehr? Was ist es? Egal, wir gucken mal in die Männervilla. Hier wurde nämlich ein Date verteilt. Antonia nimmt Okan und Julian mit zu einem Date, aber das wurde festgelegt. Also die hat sich die zwei jetzt nicht ausgesucht. Er kriegt schon wieder ein Date. Julian, ne? Ja, Mann, zweite. Das ist geisteskrank, ehrlich. Ja, aber sie hat sich nicht ausgesucht. Aber Okan gönn ich's, so. Ja. Aber Julian gar nicht, Alter. Junge, das fuckt mich schon wieder richtig ab. Wieso ist er so abgefuckt von Julian? Also würde der den nicht als Riesenkonkurrenz sehen, könnte es ihm doch komplett am Arsch vorbeigehen, oder? Ach, Bruder, keine Konkurrenz. Das fuckt mich richtig. Ich bin richtig geladen. Aber Date hätte ich auch gern. Ja, safe, Digga. Safe. Guck mal, Digga, weißt du, was mich fickt? Also die dachte erst so, ich wäre vergeben und jetzt kriegt man nicht mal so Dates, so, um zu beweisen, dass man nicht vergeben ist, weißt du? Ja, also das würde mich auch ficken, ne? Die denkt, ich bin vergeben und jetzt gibt die mir kein Date mehr. Also wo kommt überhaupt da diese logische Schlussfolgerung von Antonia her? Ich wüsste, guck mal, vorgestern ein bisschen rumgeknutscht, gestern intensiv rumgeknutscht und dann wirst du so nicht beachtet, so, weißt du? Ja, 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 Digga, du wirst einfach weggeschmissen. Ich kenn sowas nicht. Marcel, wieso? Ja. Ihr habt noch nicht geknutscht. Die hat dir gesagt, du nervst wie Hulle. Also ihr seid gerade nicht in derselben Situation. Nico hingegen kann ich total verstehen. Ist halt wirklich ein blödes Gefühl. Also das, glaube ich, mag keiner. Ich kenne sowas nicht. Ja, das ist so anders. Also immer, wenn man irgendwie denkt, man kommt einen Schritt weiter, gibt sie einem trotzdem das Gefühl, nicht weiter zu sein. Aber ist vielleicht auch, dass sie diese Schiene fährt? Mach dich rar, sei ein Star. Es scheint ja zu funktionieren bei den Leuten. Und ist euch mal aufgefallen, die laufen einfach am Pool, ne? Eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Ein bisschen wie im Knast. Wer sich nicht bemüht und nicht sein Bestes gibt, wird ein riesen Problem mit mir haben. Ich dreck gleich am Rad. Nein, oder? Ist das ein Date? Sind das die oder Männer? Willst du mich? So, und die sind jetzt auch auf dem Date und ja, es passiert Folgendes. Das ist ein Date. Wir haben unseren Augen gar nicht getraut. Was macht die hier eigentlich? Warum ist die nicht in ihrer Villa bei den Männern? Oh mein Gott, was ist das? Das ist die Antonia. Machen die Yoga oder was? Das ist so geil. Die sind da auf dem Yoga-Date, ne? Und die sehen die einfach. Die sehen sich da. Oh mein Gott. Ein bisschen lauter. Für mich ist das so ein bisschen cringe alles. Ja, ich habe viel von diesem Date rausgeschnitten, weil es einfach nur purer Cringe war. Vor allen Dingen Julian ist
es geht ihm eigentlich die ganze Zeit nur um Sex. Also er sexualisiert die komplette Situation. Hier habt ihr jetzt auch gehört mit dem Stöhnen und mit Antonia. Und das ist für mich so ein Cringe, Alter. Also, ich kann es mir nicht reinziehen. Deswegen musste ich es leider rausschneiden. Oh. Wir haben Besuch. Oh. Sie hat uns schon gesehen. Digga, ja. Okay, so weit sind die jetzt nicht weg. Ne? Man kann schon klar sehen, wer da steht. Da stehen ja 5 Leute im Hintergrund. Das sind ja die Vergebenen. Was sind auf jeden Fall 5 Vergebene? Ich war jetzt schon geschockt, weil ich heute das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, hey, das sind wirklich noch vergebene Jungs in der Villa. Bei jedem gehe ich echt aktuell davon aus, okay, der ist Single. Und auf einmal stehen da 5 Partner. Und ich frage mich echt, zu wem die gehören. Das ist wirklich crazy. Ich finde das so krass. Das gab's auch noch nie. Ich meine, wir sind hier bei der 2. Staffel, aber es gab's auch noch nie, dass Antonia die Leute wirklich gesehen hat. Und die kann ja jetzt wirklich abzählen, wer ist hier noch vergeben und wer nicht. Und ich glaube, es sind gerade noch 10 Jungs in der Villa. Das heißt, von den 10 sind 5 vergeben. Das ist so krass, Alter. Everything is possible. Meine Fresse, Junge. Das Ding ist, vom Weiten sehen die auch gar nicht so viel, gell? Ja, man sieht, wir sehen die ja auch nicht so richtig. Also ich glaube, meine Augen sind extrem schlecht. Ganz links könnte zu dir passen, oder, Okan? Zu mir? Ja. Die Gitter. Die Gitter gehört zu Okan. Wir sind dunkelhäutig? Ja, aber ich habe doch gesagt, dass ich auf Blonde stehe. Warum denkst du schwarzhaarig? Oder? Das könnte die Freundin von James sein. Oh. Und zu wem passt der Mann? Ich glaube, da gibt es nur einen. Könnte Chris oder Dings sein. Dustin? Oder, Dustin. Chris oder Dustin. Dustin. Wer ist Chris? Der Neue? Und Dustin kennen wir. Das war Ken. Also ich glaube, Julian und Okan sind definitiv nicht vergeben. Die haben sich heute überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, Okan hat auch nichts gesehen. Und ich glaube schon, dass das die vergebenen Frauen sind von den Jungs, die heute noch in der Villa waren. Was? Krass. Habt ihr denn noch eine Yoga-Übung aus dem Kopf frei, die ihr machen wollt? Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Habe ich gestern noch ein Buch gelesen, oder? Was? Was für ein Buch? Ein Yoga-Buch. Warte, ich muss mich so seitlich drauflegen. Was machst du denn? In welchem Yoga-Buch hast du das gestern gelesen? Ja, das habe ich gefunden bei mir unterm Kopf. Also. Guck mal, die Szene wollte ich euch drin lassen, weil so war es halt mit Julian. So. WTF? Was ist das für eine Drecksscheiße? Also guck mal, er bringt sie ja in so eine ekelhafte, unangenehme Situation. Muss es denn sein? Muss es denn sein? Und wir haben jetzt alle schon gelernt von Folge 1 und auch schon aus anderen Formaten. Antonia ist ein Hardcore-People-Pleaser und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer für sie, da jetzt gerade auch Nein zu sagen, weil sie möchte ihr Gegenüber auch nicht in eine Kacksituation bringen. Aber weißt du, ich finde dann auch, wenn du so eine Person vor dir hast, kann man ja auch mal ein bisschen Empathie aufbringen und auch sie dann eben nicht in so eine blöde Situation bringen. Also ich finde das weder lustig noch cool noch sonst was. Das regt mich eigentlich nur auf. Frauenbruder. Die Übung macht für mich gar keinen Sinn. Punkt. State hätte für mich eigentlich fast gar nicht besser laufen können. Ich denke, ich habe endlich mal gezeigt, dass ich auch durchsetzungsfähig bin. Und ich denke, das muss jetzt echt der letzte Push gewesen sein, damit das Ganze jetzt wirklich richtig losgeht. Guck mal, er denkt, es geht hier um Durchsetzungsfähigkeit. Wie kann man denken, dass das hier, was er heute abgezogen hat, Durchsetzungsfähigkeit bedeutet? Boah, der Bruder, der ist anders. Kennst du den? Ich glaube, ich kann auch nie ein Date haben, ohne dass jemand dazwischen kommt, oder? Ich glaube, wir bekommen einfach nur Essen. Surprise, surprise, motherfuckers, gibt einen neuen Mann. Hallöchen. Hallo. Krass, hallo. Einen schönen guten Tag. Komm hoch. Soll ich hochkommen? Ja, hi, sehr gerne. Angelo. Hallo, Antonia. Jungs, für euch ist leider vorbei erstmal. Blöd, ne? Ja, blöd. Aber jetzt husch, husch mit euch ins Körbchen. Habt ihr mich vermisst? Was macht der Ventilo-Geräusch? Love it. Marcel kopiert das natürlich direkt klar. Klar. Und wie fühlt ihr euch? Der 11. Mann ist da. 11. Mann? Ich wusste es. Marcel, ich wusste es. Warum muss der alles nachlabern? Hat dieser Typ keine eigene Meinung? Ich koche komplett. Einfach gecrashed. Wie sieht der aus? Der ist ein Italiener, glaube ich. Ein Italiener? Fabio? Gina? Und wer steht da noch im Wein? Ich weiß es nicht, bitte. Italia. Fratelli d'Italia, Italia sedesta. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen noch ein bisschen zu berichten noch. Yeah. Müssen wir uns, glaube ich, alle mal kurz setzen. Ja, ja, wir haben einiges gesehen. Auf einmal sind von der Partnervilla alle Vergebenen an den Balkon gekommen. Boah. Und wir haben einen großen Mann gesehen und 4 Mädels. Ja.
4? Ja, ist die Hälfte. Oh, nee. Die Hälfte. Hälfte hier drin ist vergeben aktuell. Ja, als Maul, ey. Ich traue niemanden mehr. Weil das ist schon heavy. Also die Info war auch echt krass. Digga, was? Ihr wisst aber schon, dass es klar ist, dass hier ein paar Leute vergeben sind, ne? Alter, ich komme nicht drauf klar. Hat Toni das auch gesehen? Ja, ja, sie hat es auch gesehen. Nee, die hat es nicht gesehen, nur wir. Weil wir haben da bei ihr gesagt, dreh dich mal schnell um. Da ist gerade eine Information, die wird zwar nur für dich hier gerade gestellt, aber mach die Augen zu. Das heißt, hier sind 5 vergeben. Ich bin wirklich geschockt, was andere Menschen so viel Geld machen würden. Ist er geschockt, ne? Ist er geschockt. Er weiß genau, worum es hier geht. Aber spricht auch ein bisschen dafür, dass er keine Freundin hat, oder? Dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Ich hatte schon meine Vermutung, aber jetzt wirklich zu sehen, dass es die Hälfte ist, das sagt erstmal sehr viel über meine Menschenkenntnisse an. Und dass hier Leute drin sind, die spielen hier sehr gut. Den würde ich jetzt auch als Titel, als Single betiteln, nach dieser Aussage. Alle anders wieder, ne? Du bist wieder neu im Überlegen. Ja, Mann, du bist komplett. Ich glaube, auch für sie ist ganz anders. Ja, safe, safe. Safe. Hast du uns was mitgebracht? Das ist eine Überraschung. Uiuiui, ich liebe Überraschungen. Auch Männerüberraschungen liebe ich. Ja? Ja, natürlich. Bist du positiv überrascht? Sehr. Du hast eine sehr schöne, positive Ausstrahlung, auf jeden Fall. Die direkt wieder in die Komfortet, heißt das so? Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, sie schafft sehr viel Komfort für ihr Gegenüber immer, ne? Aber erzähl mal, warum bist du hier? Was ist deine Mission hier mit deiner Freundin? 50.000 K, liebe Antonia. Also ich sehe es als Kompliment auf jeden Fall, dass du denkst, ich habe eine Freundin, dass ich nicht ohne sein kann. Ja. Aber ist das ein Kompliment? Ja, bei Antonia wahrscheinlich schon, ne? Weil ein Mann ohne Frau ist halt nicht komplett. Der kann sich weder einen Termin zum Bleaching machen alleine, der kann weder sich ein Parfüm kaufen. Ach so, ja, okay. Aber ich habe tatsächlich keine. Seit wann bist du Single? Erzähl. Ich war tatsächlich noch nie in einer Beziehung. Ach, krass. Oh. Schlägt bei mir an. Angelo hatte tatsächlich noch nie eine Freundin. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24. Was? Ich war noch nie offiziell in einer Beziehung. Aber verliebt war ich, denke ich, schon 2-mal im Leben auf jeden Fall. Italiener kommen immer 2-mal. Per se zu sagen, dass man noch nie in einer Beziehung war, ist natürlich leichter, anstatt zu sagen, ach du, wie lange war ich noch mal Single, ich könnte mich verplappern und keine Ahnung. Stimmt. Also vielleicht ist er vergeben und hat deswegen nur gesagt, er war noch nie in einer Beziehung. Bin ich so dein Typ? Hallo? Lass dich überlegen. Nein, du bist echt mein Typ. Das war sowas von gelogen. Ach, Blatt auf Papier. Aber, lass mich überlegen. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich direkt schon so mit der Tür ins Haus fallen soll. Ja, sehr gerne. Voll. Der ist safe in einer Beziehung. Oder ja, also beruflich bin ich ja ein Rettungsschwimmer, wie man sehen kann. Wirklich jetzt? Nein, Spaß. Also. Nein. Ja gut, Nein, ich bin ein Bauer. Das ist eigentlich meine absolute Lieblingsszene. Digga, wie krank ist das? Wie krank ist das, Alter? Was? Oh, Halleluja. Aber der ist echt lustig. Die hat ja 2-mal richtig verarscht, hintereinander. Und beim 2. nicht jetzt auch geglaubt. Italiener kommen immer 2-mal. So, das Date ist jetzt aber auch vorbei und die ziehen zurück in die Villa. Hallo, Jungs. Ja, hallo. Bruder, keine Konkurrenz. Italiener. Also Italiener, die haben nie eine Chance. Hallo? Das ist so die größte Konkurrenz, die du überhaupt haben kannst. Oh. Guck mal das Gesicht an. Was soll das? Hallo. Wir haben heute noch das Augenbrauen-Date. Das wäre wichtig. Was, ein Date? Ja, wir beide Augenbrauen. Ach so, Augenbrauen-Date, ja, auf jeden Fall. Haben wir heute noch das Augenbrauen-Date? Das wäre wichtig. Also was hier wichtig ist oder nicht, Fräulein, das entscheidest nicht du. Die waren alle, not amused über den neuen Mann hier im Haus. Konkurrenz ist nicht da. Würde mich wundern. Ja, würde mich echt wundern. Würde mich nicht wundern. Also ja gut, der war jetzt ein bisschen, der hat schon sich sein eigenes Grab geschaufelt, weil sie meinte, bin ich dein Typ. Ja, aber das wissen die ja nicht. Finden die den jetzt so hässlich, dass sie sagen, keine Konkurrenz oder was? Wow. Guck einfach mal in den Spiegel, vielleicht fällt dir was auf. Ich gucke in den Spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Punkt. Ich wundere mich, geht's. Sag mal, wo ist denn hier noch Platz? Ist kein Platz. Ist kein Platz mehr? Nein, ist alles voll. Ist alles voll, deswegen Pech. So, man könnte doch sagen, ja, gerade ist alles voll, müssen wir gleich mal in der Runde gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen frei machen. Nö.
Dann muss ich wohl bei dir schlafen, ne? Ah, ja. Bruder, ich glaube eher weniger. Ich glaube aber auch schon. Kommst du kurz mit? Nee. Das war so krass. Das war so krass. Wir haben da Yoga gemacht und auf einmal stehen da 5 Vergebene. Und deinen Freund habe ich auch gesehen. Okay, wie sah die aus? Gut. Ja, die sahen alle gut aus, die sahen wirklich alle gut aus. Ich habe immer noch keine Freundin. Also scheiß drauf, Digga, mit Ehre! Das weiß ich ja nicht so ganz. Boah, ich muss mir erstmal duschen, ich fühle mich so durchgeschwitzt. Ja, ich stinke so. Duschen doch jetzt nicht zusammen. Warum nicht? Nein. Weil du eine Freundin hast, verdammte Scheiße! Schicken wir doch alle. Ja, ist doch egal. Nein, dann muss ich mich auch umziehen. Ich muss mein Bikini und alles. Ja, komm, dann komm ich gleich. Alter, die hat jetzt 5-mal Nein gesagt. Kann der nicht zuhören? Nein heißt Nein. Ich habe die schlimmste Dusche überhaupt. Also wenn, dann können wir nur hier duschen. Ja, okay, dann duschen wir hier. Der überredet die voll. Das finde ich richtig scheiße, Mann. Interessiert mich nicht. Interessiert mich null. Lass uns morgen zusammen duschen, okay? Ja. Dann kommst du aber auf mich zu. Ja, ich komme auf dich zu. Was? Wen ihr mich verarschen? Dann kommst du aber auf mich zu. Leute, habt ihr doch eben gesehen. Sie saß mit ihm da auf dem Sofa, hat gesagt, komm mal kurz mit. Das nächste Mal kommst du auf mich zu. Wusa, Paula. Ganz ruhig. Und Antonia checkt es nicht mal, ne? Die denkt, ja. Stimmt, er hat ja jetzt mal den ersten Schritt gemacht. Da fehlen mir echt die Worte. Und mal abgesehen davon, er hatte doch heute seine Traumnacht mit ihr. Reicht ihm nicht. Geben wir meiner Freundin lieber noch ein paar Bilder. Komm, gehen wir duschen. Wie unnötig. Der Sass sieht jetzt gerade. Ich glaube, der checkt, wer wirklich der Teufel hier drin ist. Wie findest du den neuen? Du weißt, dass ich über andere nichts sage. Aber muss ich auch nicht sagen, oder? Ja. Oder was sagst du? Ich finde den süß. Ja? Der war so nett. Doch, ist süß, wirklich. Ist die doch, von nein, er ist wirklich nett. Wirklich, er ist wirklich nett. Ja. Ist ja in Ordnung. Er kann ja nett bleiben. Hör ich da die Eifersucht? Bei mir fängt langsam an, der Kopf zu rattern, wenn ich ehrlich bin. In welche Richtung? Dass du vielleicht ein paar Schritte zu viel machst? Warum? Ja, wegen dir halt. Weil jedes Mal ist es nicht einfach. Oder wie soll ich dir das erklären? Es ist halt wirklich schwer für mich. Ich habe da meine. Nein. Leute, seine Freundin ist die mit der Patchwork-Familie. Die haben Kinder. Die teilen sich eine Familie zusammen. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Ja, wenn ich mich dann auf jemanden einlasse, dann machst du dir natürlich Gedanken, oh, was passiert jetzt als nächstes? Kommt ein neuer? Kommt deine Freundin? Ich habe immer noch keine Freundin. Ja, also Xander, der fängt, glaube ich, auch so langsam an, sich in mich zu vergucken, wenn ich ehrlich bin. Und das finde ich gut. Ja, klar findest du das gut, weil du schon längst mit beiden Ohren in den verknallt bist, Alter. Muss man ja auch ehrlich sein. Auch wenn er es so fürs Spiel gemacht hat, ich habe einfach die Grenzen zu hoch gesetzt. Ich dachte, ich kann damit gut umgehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Weiß jetzt aber, kann ich nicht. Er hatte mir gesagt, er könnte gar nicht was anderes aufbauen, weil er mich so sehr liebt. Und wenn das passieren sollte, dass es doch geht, dann habe ich die Erkenntnis, dass es einfach alles eine Lüge war, auf dem ich gerade aufgebaut habe und weiß, dass es nicht der Richtige ist. Trenn dich, Bulli, renn. Ja, safe. Also grüne Fahne, dass sie auch so eine reflektierte ist, finde ich natürlich ganz, ganz toll. Aber die denkt jetzt wirklich schon, die verliert den Safe, ne? Weil der hat vielleicht auch schon Gefühle aufgebaut. Also dafür haben die ganz sicher nicht in dieser Show mitgemacht. Und sie ist jetzt einfach komplett der Buhmann, ne? Ich glaube, ich möchte gerne an dieser Stelle diejenige sein, die hier dieses Experiment beendet. Sehr gut gemacht, Baby. Finde ich auch. Mach die Biege, haut da rein und ich weg. Aber denk wirklich noch mal darüber nach. Was ist hier, Mäuse? Kommt her. Kuscheln. Aber denk noch mal darüber nach. Hör auf zu weinen. Nee, ich versuche einfach gerade noch mal zu sagen, dass sie darüber nachdenken halt soll. Bist du Team bleiben oder Team gehen? Nee, einfach aus dem Grund, weil ich denke, sie wird jetzt Xander nicht mehr so sehr unter die Lupe nehmen, sondern noch ein bisschen mehr die anderen. Das sind alles Vermutungen. Ja, es sind alles Vermutungen. Ich muss sagen, ich bin Team, würde ich mich nicht einmischen. Wenn die sich dafür entscheidet zu gehen, guck mal, die haben Kinder. Und so. Also da hängt vielleicht ein bisschen mehr dran, als vielleicht auch bei den anderen. Das ist schon eine andere Nummer. Und wenn sie sagt, nee, ich gehe, dann lass sie gehen, weil dann kann sie wenigstens das noch stoppen. Wenn das so weitergeht mit Xander und Antonia und sie bleibt und sie muss sich das da alles reinziehen, da bist du doch ein viel gebrochenerer Mensch danach, als wenn du jetzt die Biege machst. Wisst ihr, wie ich meine?
Und ich habe einfach nur Angst. Nur so vom Gefühl halt her. Sie hat halt einfach gesagt, das ist ihr Favorit. Deswegen sage ich, eine Nacht vielleicht noch drüber schlafen, voll, noch mal kühlen Kopf bekommen. Morgen ist immer noch ein Tag. Ja, das stimmt. Also einen Tag kann sie auf jeden Fall noch abwarten. Aber nee, ich würde da direkt auf mein Bauchgefühl hören. Sie hat darüber nachgeschlafen. Sie ist dreimal aufgewacht. Es war einfach zu schlimm für sie. Und sie hat sich selbst eingestanden, ich kann das nicht. Ich habe mich hier zwar beworben und alles und gedacht, ich pack's, aber ich pack's nicht. Und ich muss mir jetzt auch eingestehen, dass ich mich da ein bisschen selbst schützen muss und auch meine eigenen Grenzen einhalten muss, die ich für mich stecke. Denn das, was hier passiert, ist zu viel. Er fordert Mumm, sich da treu zu bleiben. Wenn du das machen willst und dir das zutraust und glaubst, dass du das auch schaffst, immer noch ein Tag, würde ich dir weil du auch empfehlen, es. Danach drüber zu schlafen. Du schaffst es, ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ja, okay, wie Dominik es jetzt nochmal gesagt hat, wenn du es dir wirklich zutraust und bla bla bla, dann bleib noch eine Nacht. Boah, ist das schwierig, das ist so schwierig, dieses Thema. Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr reagieren? Da auch als Freunde, ich meine, die sind ja jetzt schon Freunde geworden, die haben so eine intensive Zeit da zusammen, das schweißt ja auch alles zusammen. Ab in Massis Bett. Komm. Die haben jetzt die Augenbrauen-Date, ne? Zupft deine Freundin auch mal deine Augenbrauen? Ich gehe mal zum Friseur, das hast du mich doch schon gefragt. Zu 100% zupft seine Freundin die Augenbrauen. Woher würde der sonst auf die Idee kommen, dass ihm da Antonia jetzt die Augenbrauen zupfen soll. Scheiße. Ich muss sagen, du hast dich auf jeden Fall gebessert die letzten Tage. Es freut mich. Also was heißt nicht gebessert, aber du bist nicht mehr so... Du bist nicht mehr so nervtötend und aufdringlich. Danke dafür. So verdächtig. Du kannst mir vertrauen, das weißt du. Warum sollte sie das wissen, Marcel? Der hat immer so Floskeln, ne? Nein, ich kann es nicht so gut sagen, wie es... Aaron sagen könnte. Ich meine, der hat ja auch mal so abgedroschene Sätze. Ich weiß nicht, wo nimmt er die her? Aus der Bravo Girl? Du, bei keinem weiß ich hier, wem ich vertrauen kann. Ja, jeder erzählt mir hier irgendwas vom Pferd. Du hast auch schöne Augen, das ist krass. Das ist heftig, ehrlich. Ich stell mir vor, du hängst da so über einem, ne? Ich meine, die Schwerkraft ein bisschen macht sie ja auch gut. Die ist 24, 23 ist sie. Aber ansonsten hängst du da, zupfst die Augenbrauen und er sagt dann, schöne Augen. Da würde ich sagen, jetzt aber mal ganz schnell woanders hingeguckt, Fräulein. Deine Augen sagen so, ich stech dich gleich ab. Die Augen zu. Warum? Darf ich dich nicht angucken? Ich will mich konzentrieren. Warum? Hast du Angst, dass wir uns küssen? Dass wir uns küssen? Mhm. Vielleicht findet sie es einfach nur unangenehm, dass du ihr jetzt die ganze Zeit in die Fresse schielst. Also ich? Warum soll ich davor Angst haben? Weiß ich nicht. Hä? Ich weiß nicht, ob du dafür offen bist. Also ich meine, ich habe dir wohl auch mehr als signalisiert, dass ich auch Interesse an dir habe. Aber ja, das ist einfach, dass du einfach zu drüber teilweise warst. Ja, deswegen finde ich, bist du jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Grüne Fahne für Antonia, klare Kommunikation ist wieder da, liebe ich. Ich werde ganz ehrlich, ich habe ein gutes Gefühl. Mit mir? Mhm. Meinst du? Ja. Ja, wenn wir es jetzt einfach mal normal langsam angehen, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Safe. Ja. Gut, jetzt ist das Augenbrauen-Date vorbei. Es wird aber noch kurz ein bisschen gekuschelt. Komm her. Ich muss jetzt langsam abliefern. Ja, dann dachte ich mir, heute ist der Tag. Vielleicht hast du auch einen Freund. Also wenn der sah echt gut aus, dann hast du echt einen guten Geschmack. Ey, endlich hat sie bei ihm mal das Thema Freund in den Raum geworfen. Danke, dass ich einen guten Geschmack habe, aber ich habe keinen. Ich habe keinen Freund. Aber er nimmt das Kompliment an. Schätze. Muss ich ja nicht. Boah, nee, das ist doch so eine geplante Scheiße hier. Erst streichelt ihr da die durchs Gesicht, wo ich mir schon denke, Finger weg. Da gibt's ja so viel Bakterien und so. Und jetzt küsst er die einfach da so gestaged. Also, boah, nee. Und ich wette, der sagt gleich, voll geil, richtig gut gelaufen für mich. Und das solltest du dir zeigen. Ja, brau, einen Kuss. Mhm. Krass. Den werde ich mir jetzt jeden Tag abholen. Und das zeige ich dir. Der war bestimmt mit deiner Freundin ausgemacht. Waren da Stirnküsse auch mit drin? Nein. Ich habe keinen Vertrag mit irgendeiner Freundin. Vertrag sogar? Ich glaube, so würde ich es machen. Ne? Wenn ich da mitmachen würde mit meinem Partner, dann mit Vertrag. Und wenn er diesen Vertrag bricht, 100.000 Euro mindestens. Ich will doch nur ein Ferrari haben und ein schönes Haus und genug Geld. Tja, wenn du mir so kommst, ich habe keinen Vertrag, ich habe keine Freundin, ich habe keinen Freund, nix. Ich bin ein freier Mann in freier Wildbahn. Ist klar. Gefällt mir nicht, wie die sich küssen. Gefällt mir nicht. Also ich habe mir ja schon mal Gedanken gemacht, wie ich an meinen Kuss kommen soll. Ich wusste es. Und das war halt der Weg, den habe ich jetzt genutzt und ja.
Der ist erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Hat sie gesagt? Ja, wir haben so ein bisschen gequatscht, mir halt die Augenbrauen gezupft. Mhm. Und die so, ja, du hast dich echt gebessert die letzten Tage so. Ich so, ja, bist eigentlich ein offener Mensch, wenn wir uns küssen würden. Die so, klar, ich bin offen. Du weißt auch, dass du ein interessanter Mann bist, hat sie zu mir gesagt. Mhm. Was laberst du? Was laberst du eigentlich? Und dann, ja, haben wir rumgemacht, ne? Aber ich meine, ja, so ist es halt irgendwie passiert, aber irgendwie auch nicht, ne? Irgendwie auch nicht. Aber behalt das bitte für dich. Natürlich, Bruder. Natürlich, aber warum sagt das ihm? Wenn das eigentlich für sich behalten sollte. Ich weiß nämlich noch, dass Nico es auch Marcel erzählt hat, aber Nico hat es nur Marcel erzählt, dass er mit Antonia geknutscht hat, weil Marcel da ganz explizit nach gefragt hat. Der hat sogar gefragt, auch mit Zunge und so. Aber die kann aber echt gut küssen. Ja, Mann. Der ist krank, ne? Mhm. Und sie wollte auch immer wieder. Ja, ich weiß, was du meinst. Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Das schaudert mich, es schaudert mich so. Und sie wollte auch immer wieder, jetzt tut er so, als wäre er so eine Willige. Weißt du, und jetzt hat sie mich endlich mal und sie konnte auch gar nicht genug von mir kriegen. So sah das überhaupt nicht aus, er hat sie die ganze Zeit wieder geküsst. Und einfach sie auch so darzustellen, das finde ich so respektlos, Alter. Also, das sind Informationen. Erstens, warum teilst du das mit Nico? Ihr seid ja Konkurrenten. Zweitens habe ich halt direkt... Da war kurz die Kamera voll. Zweitens habe ich immer direkt das Gefühl... Es geht ihm da irgendwie um eine Trophäe, weißt du, um einen Pokal. Der redet nicht über die, als wäre die ein Mensch, sondern halt irgendwas. Ha, zeig Respekt, dann kriegst du welchen. Kommt von ihr auch dann, ne? Mhm. Ah, ja. Stimmt nicht, bei Marcel kam es nicht einmal von ihr. Warum ich das denn Nico erzählt habe, weil Nico und ich eine sehr, sehr gute Bindung hier drin haben und er mir das auch erzählt hat im Vertrauen und im Vertrauen habe ich ihm das dann auch erzählt. Wie gesagt, er hat es dir nur gesagt, weil du gefragt hast, sonst hätte er dir das niemals erzählt, 100 pro. Digga, wir kommen weit, verspreche ich dir. Jetzt, wir treffen uns im Finale wieder. Safe. Bis dann. Bis dann, gute Reise. Also bei Nico glaube ich safe, der kommt weit, bei Marcel... Der muss halt endlich mal diese aufgesetzte Kackart ablegen und zeigen, wer er wirklich ist. Weil das, was er hier zeigt, ist einfach eigentlich nur eine Kopie von jedem anderen Mann da. Und irgendwelche Pläne und Spiele und ausgedachte Sachen, das hat für mich nichts mit Authentizität zu tun oder sonst was. Und ich glaube, Antonia sucht einen authentischen Menschen. Aber Xander könnte uns auch noch gefällig werden. Ja, der könnte wirklich gefällig werden. Ich glaube, der wird auch mit uns im Finale stehen. Ja. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Aber es kann sich auch noch alles ändern, ne? So, hier ist jetzt die Moderatorin da. Tja, wir haben 10 Betten und 11 Männer. Ein Mann fliegt. Einen nehme ich heute mit. Wer will? Oh, geil. Dankeschön. Und zwar jetzt. Einfach raushauen. Hau raus. Das ist so eiskalt, ne? Die kann nicht mal kurz überlegen. Die muss jetzt einfach raushauen. Wen nimmst du? James. Guck mal, da haben Xander und Nico noch gesagt, es ist einer von den Top-Favoriten. James. Wow. Wir werden gleich erfahren, warum. Und wir wollen natürlich vor allen Dingen wissen, wie ist dein Beziehungsstatus? Ja, und das ist das Ende der Folge. Ich habe irgendwie gerade mich gefragt, ob es daran lag, dass der Kurs vielleicht doch nicht so gut war. Who knows? Ohne Skrupel. Naja, wir gucken natürlich rein, wie es weitergeht. Nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, wie abgebrüht ihr alle seid. Ich habe dich wirklich unfassbar gern. Mit mir hast du Tag und Nacht geschafft. Ich glaube langsam jedem alles zu. Mir kannst du schon vertrauen. Er darf nicht mit ihr fummeln. Jeder Zweite spielt gerade ein falsches Spiel mit mir. Männer, hier. Krankes Spiel. Krankes Spiel. Ja, krankes Spiel. Und das ziehen wir uns nächste Woche weiter rein, ihr Süßen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und wer Bock hat auf Temptation Island, Glocke an und abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich sofort eine Benachrichtigung, falls und wenn das Video raus ist. Eigentlich muss ich jetzt nochmal sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein. Peace. Auf das, was ich liebe. Aufs Geld und die Männer.